Tonight, I don't want a brand new car. Mine is just fine, fine, fine. Santa, this time, I don't need the extra cash. I'll budget this time, time, time. I don't want the things that money can buy. No, I. Hi, ihr Lieben. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt in diesem Video, wie ich meinen Weihnachts-Fimo-Schmuck selber mache. Den kann man entweder selber tragen zu Weihnachten oder man verschenkt ihn ganz einfach. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall freut sich wahrscheinlich jeder über so ein persönliches Geschenk. Ihr braucht eigentlich einfach nur, um das Ganze zu machen, Fimo oder solche Polymerknete. Die verlinke ich euch mal in der Infobox. Ich habe meine nämlich bei Amazon gekauft. Da sind ganz viele verschiedene Farben drin. Das ist jetzt nicht original Fimo, sondern einfach so eine No-Name-Marke. Und ich wollte halt gerne viele verschiedene Farben machen, weil ich anfangs noch nicht genau wusste, was ich überhaupt machen will. Und da finde ich das besser. Und wenn man dann weiß, welche Farben man öfter braucht, kann man sich die dann ja im Bastelbedarf eventuell nachkaufen. Das habe ich gemacht, zum Beispiel Hautfarbe und Weiß habe ich ganz dringend benötigt und dann halt da nachgekauft. Das war ganz okay dann vom Preis so. Aber im Vergleich immer noch ein bisschen teurer. Naja, jedenfalls, alles, was ihr braucht, ist in der Infobox, so Ohrringhänger, alles Mögliche. Schaut da mal vorbei. Und dann würde ich sagen, rede ich gar nicht lange drum rum und zeige euch jetzt, wie das Ganze geht. Hier seht ihr schon die Polymerknete, die ich benutzt habe mit den vielen verschiedenen Farben. Und so sehen sie original verpackt aus. Wenn ich aber jetzt ein Stück benutze, dann packe ich das danach immer in Frischhaltefolie ein, damit das länger hält. Als Werkzeug könnt ihr am besten Metall nehmen. Hier habe ich ein Skalpell und so eine Art Prickelnadel. Für das erste Design müsst ihr jetzt erstmal ein Stück grünes Fimo kneten und platt drücken. Und dann eignet sich das Skalpell gut, um diese Weihnachtsbaumform da auszuschneiden. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, bei mir war das Grün jetzt extrem aufgeheizt durch die Finger und dann ist es umso schwieriger. Aber mittlerweile Übung macht den Meister, sagen wir mal so. Jetzt nehme ich mir die rote Farbe und schneide da erstmal ganz grob Stücke ab. Hier seht ihr, wie fest das da noch ist. Und in meiner Handfläche forme ich dann so kleine Kügelchen damit und platziere die auf dem Tannenbaum. Das sind dann sozusagen die Christbaumkugeln. Jetzt nehme ich noch ein bisschen von der braunen Farbe und schneide das ab. Diese eignet sich nämlich wunderbar als Stamm. Die kann man dann einfach so unter den Baum drunter legen und dann wieder platt drücken das Ganze. Das hält dann auch super. Von der gelben Farbe nehme ich auch was. Die sieht jetzt durch die Kamera so ein bisschen neonhaft aus. In Wahrheit hat sie aber nicht ganz so doll geleuchtet. Und hieraus schneide ich jetzt einen Stern aus. Das war ein bisschen schwierig auch, weil die Zacken sonst abgerissen wären. Da musste man ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen sah der Stern jetzt nicht ganz so hübsch aus. Aber naja, perfekt muss es ja auch nicht sein. Ich habe ihn dann einfach oben drauf platziert und im Prinzip wäre der Baum so auch schon fertig. Aber ich habe mich noch entschieden, so ein paar von diesen Glitzersteinchen drauf zu machen. Die sind eigentlich für Nägel, die habe ich mal bei Amazon bestellt. Aber ich dachte, so als zusätzliche Dekoration auf dem Baum würde das auch schön aussehen. Jetzt könnt ihr den Baum nehmen und umdrehen. Der ganze Baum muss ja auch halten, so als Schmuckstück. Deshalb nehme ich so eine Kettelniete oder so einen Kettelstab und drücke das hinten fest. Und dann kann man ein Stück Fimo nehmen und es einfach wieder oben drüber legen. Und später, wenn er dann fertig ist, würde der Baum so aussehen. Aber ich zeige euch noch, wie das mit dem Backen und so geht. Jetzt kommt erstmal das zweite Design, das ist ganz leicht gemacht. Hier braucht ihr ein weißes Stück, erwärmt das kurz in der Hand und dann rollt ihr es so zu so einer kleinen Wurst, würde ich jetzt mal sagen. Und dann braucht ihr auch noch rote Farbe. Diese hier ist jetzt so ein bisschen weinrot. Die habe ich auch abgeschnitten und dann gerollt. Jetzt nehmt ihr beide und wenn die ungefähr gleich dick sind, könnt ihr die oben zusammenquetschen und dann so vorsichtig mit den Fingern ineinander verdrehen. Und mit Sicherheit wisst ihr jetzt schon, was das hier auch wird. Ihr werdet es gleich sehen. Am Ende angekommen drückt man wieder und dann kann man das Überschüssige noch abschneiden, um ein sauberes Ende hinzukriegen. Und jetzt biege ich die Spitze einfach so und es ist ein Candy Cane. Hier seht ihr nochmal diese, wie heißen die jetzt, Kettelstäbe oder Kettelfäden, Kettelstifte, so heißen sie, genau. Die führt ihr jetzt oben nochmal ein, ganz vorsichtig durch den ganzen Candy Cane hindurch und dann hält das auch super gut. So, jetzt kommen wir zum dritten Design und zwar wird das jetzt ein Engelchen. Hier habe ich ein bisschen weiße Knete genommen und die so zurechtgeschnitten, dass das jetzt das Kleid wird. Bei diesem Design muss man ein bisschen formen und die einzelnen Formen nachher zusammenfügen.
Jetzt nehme ich das Kleid als Vorlage, um zu wissen, wie groß die Flügel sein müssen. Die habe ich jetzt nämlich aus blauer Polymerknete ausgeschnitten, ganz grob erstmal, so dass die Flügel recht symmetrisch sind. Und wenn man sich verschneidet, kann man das einfach wieder hinzufügen, wie ihr gerade gesehen habt. Also das ist gar nicht schlimm. Hier kommen noch mal unten so kleine Eckchen rein, damit es auch wirklich aussieht wie Flügel. Für den Kopf habe ich einfach hautfarbenes Fimo genommen und dann so zusammengerollt. Und nochmal ein kleineres Stückchen habe ich auch genommen und dann wieder zu so einer Art Wurst gerollt. Das brauchen wir nämlich für die Arme und für die Beine. Jetzt schneide ich für die Arme größere Stücke ab und für die Beine, weil die nur unterm Rock hergucken, zwei kleinere Stückchen. Damit die Enden ein bisschen abgerundet sind, könnt ihr da auch nochmal so drüber rollen. Jetzt kommen die Haare, auch aus diesem mega leuchtend gelben Fimo, was in Wahrheit wirklich nicht so aussieht. Das rolle ich auch wieder zu so einer ganz, ganz langen Wurst zurecht. Und hier schneidet ihr jetzt viele verschiedene Stücke ab. Ich habe im Endeffekt noch mehr gebraucht als diese eine Wurst, aber das müsst ihr dann selber wissen. Man kann das dann einfach so am Kopf befestigen und dann so ineinander verdrehen. Dann entstehen schon quasi ganz von alleine wunderschöne Engelslocken. Und es hat echt Spaß gemacht, damit so ein bisschen zu experimentieren. Es hat wirklich, wirklich gut geklappt. Damit macht man dann einfach so lange weiter, bis fast der ganze Kopf bedeckt ist. Natürlich außer das Gesicht. Und so sah das jetzt bei mir aus. Ich habe vorne noch so eine kleine Tolle dran gemacht, weil ich das irgendwie süß fand. Jetzt werden die einzelnen Teile zusammengefügt. Der erste Kettelstab wird durch den Kopf gesteckt, dann seht ihr schon, dass die Flügel da liegen und jetzt habe ich die Arme am Kleid befestigt und das dann oben drüber dran gemacht und noch die Beine dann darunter versteckt. Ich habe schon wieder Kettelstab gesagt, ne? Kettelstift. Ich habe noch eben einen Heiligenschein gemacht und zwar auch einfach gerollt und dann platziere ich den so auf dem Kopf. Und jetzt habe ich mich noch entschieden, diese blauen Glitzersteinchen hier auf dem Kleid zu präsentieren, weil das Ganze so schön mit den Flügeln zusammenpasst. Und die kann man dann zum Beispiel mit dem Skalpell oder auch mit dieser Art Prickelnadel dann an den richtigen Ort bringen und so ein bisschen festdrücken. So sieht dann mein Engelchen in fertig aus. Was wir natürlich machen müssen, ist das Ganze erstmal backen. Dazu habe ich alle Formen auf Alufolie gelegt, weil die einfach im Backofen das Ganze ein bisschen sauberer hält und dass es nicht irgendwie am Backblech anbrennt. Ihr müsst das bei 110 Grad ungefähr 15 bis 20 Minuten drin lassen. Ich habe es nur 15 Minuten drin gelassen und das war auch super. Ihr könnt die dann so rausnehmen, aber bitte nicht direkt den Ofen aufreißen, sondern erstmal abkühlen lassen und dann nach 5 Minuten den Ofen öffnen. Sonst könnten die nämlich reißen. Jetzt habe ich hier diese Stifte abgeschnitten, die überstehenden Ränder mit einer Zange. Und dann habe ich mich noch dazu entschieden, die Bäume zu dekorieren mit goldenem Nagellack. Das sieht dann so aus wie Lametta. Und hier seht ihr schon meine Ohrringhalter. Die habe ich auch bei Amazon gekauft. Wie sollte es anders sein? Das war so ein 100er Pack. Und schon sind die Tannenbäume fertig. Den Engelchen habe ich noch Gesichter aufgemalt mit so einer Art Edding. Da habe ich mich bei diesem einen Auge ein bisschen vermalt, aber das konnte ich dann noch wieder wegmischen und neu machen. Und dann habe ich noch mal Nagellack auf die Flügel diesmal nur gegeben, weil ich fand, dass das einen ganz schönen Effekt machte. Dieser hier ist jetzt so ein bisschen glitzerig. Ihr könnt da wirklich nehmen, was ihr möchtet. Und die Candy Canes habe ich dann einmal komplett mit Nagellack bestrichen. Ihr könntet auch zum Beispiel einfach nur Klarlack nehmen, das sieht auch dann wunderschön aus. Ja, fertig ist mein ganzer Schmuck. Die Zimtsterne habe ich übrigens nicht selber gemacht, die habe ich gekauft. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch gefallen auch meine Designs. Ihr könnt ganz viele verschiedene Sachen mit Fimo machen, das wisst ihr ja auch. Aber ich finde, für Weihnachten ist das einfach perfekt für diese Ohrringe und die sind so süß zum selber tragen oder zum Verschenken und ich liebe sie. Frohe Weihnachten! In der Endcard verlinke ich euch jetzt noch mein anderes Tutorial, das ich mal mit Fimo gemacht habe. Und zwar so ein Sailor Moon Make-up-Stab. Und dann verlinke ich euch nochmal ein anderes Weihnachtsvideo von uns beiden. Wir würden uns auch sehr über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!